Heute habe ich wieder ein Buch für dich, und zwar Domain Storytelling von Stefan Hofer und Henning Schwendner, erschienen im Juli 2023 im D-Punkt Verlag. Und dieses Buch ist dann etwas für dich, wenn du dich mit DDD, also mit Domain Driven Design, schon in der Theorie beschäftigt hast, du aber in der Praxis noch ein bisschen unsicher bist, wie du die Modellierung von Fachdomänen denn nun tatsächlich angehen sollst. Falls du dich mit DDD noch gar nicht befasst hast, dann lies vorher lieber erstmal ein Buch wie Einführung in Domain Driven Design von Vlad Kononov, das wir vor ein paar Wochen vorgestellt haben. Und falls du das Video damals nicht gesehen hast, dann findest du den Link dorthin noch einmal hier oben in der Infocard. Also so viel zur Vorrede, kommen wir zum eigentlichen Buch. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wenn dich das Buch interessiert, dann solltest du das Video unbedingt bis zum Ende anschauen, denn am Ende verschenken wir 3 Exemplare dieses Buchs. Und damit nun wirklich genug der Vorrede. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen RTFM. Ja, und bevor wir loslegen, kurz noch ein paar Worte zu diesen 3 Exemplaren. Wie du vielleicht weißt, sind wir im vergangenen Jahr eine Kooperation mit dem D-Punkt Verlag eingegangen. Das heißt, der D-Punkt Verlag stellt uns immer wieder kostenlos Bücher als Rezensionsexemplare zur Verfügung und wir stellen sie dann in einem Video vor. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Rezensionen sind nicht bezahlt. Und wir haben auch keinerlei Vorgaben, was wir sagen dürfen oder was wir sagen müssen. Das heißt, es handelt sich jeweils um meinen persönlichen Eindruck von dem entsprechenden Buch, denn es ist sowohl D-Punkt als auch uns sehr wichtig, dass unsere Rezensionen wirklich unabhängig und ehrlich sind. Das heißt, auch dieses Video ist unabhängig von D-Punkt entstanden und die 3 Exemplare, die wir heute verschenken werden, die wurden uns freundlicherweise von D-Punkt zur Verfügung gestellt. Dazu aber, wie gesagt, am Ende des Videos noch einmal mehr. Kommen wir mal zum Buch an sich. Das Buch umfasst ungefähr 250 Seiten und es ist in 2 ungefähr gleich lange Teile gegliedert. Der erste Teil heißt Domain Storytelling, die Methode. Naja, ein wenig überraschend geht es darin um die Frage, was Domain Storytelling denn eigentlich ist, wie es funktioniert, wie man es anwendet und so weiter. Und um vielleicht direkt die erste Frage schon mal kurz vorwegzunehmen, bei Domain Storytelling handelt es sich um eine grafische Notation, die man zum Beispiel sehr schön in Workshops verwenden kann, um gemeinsam im Team Domains zu modellieren und auf dem Weg ein gemeinsames Verständnis aufzubauen und auch eine gemeinsame Sprache zu etablieren. Domain Storytelling geht also in eine ähnliche Richtung wie auch Eventstorming, ist aber für mein Empfinden sehr viel anschaulicher, sehr viel greifbarer und vor allem auch viel einfacher und viel leichter umzusetzen. Wobei das nicht heißt, dass das immer eine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss. Man kann Domain Storytelling durchaus auch als Ergänzung zu Eventstorming ansehen, also als ein sowohl als auch. Ja, und das erste Kapitel, das bietet dann direkt die Einführung und den groben Überblick, was Domain Storytelling im Detail ist. Man sieht ein erstes Anwendungsbeispiel, lernt die im Buch konsequent verwendete beispielhafte Fachdomäne kennen und bekommt auf diesem Weg dann einfach schon mal einen guten ersten Eindruck. Und da muss ich tatsächlich sagen, selbst wenn du nur die Zeit finden solltest, lediglich dieses eine Kapitel zu lesen, dann hast du schon eine ganz gute Vorstellung davon, was Domain Storytelling ist und wie es funktioniert. Und das liegt zum einen daran, dass die Methode sehr viel einfacher und intuitiver aufgebaut ist als Eventstorming. Das liegt aber auch daran, dass das im ersten Kapitel wirklich gut erklärt wird. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, dass das ganze Buch auf ein einziges durchgängiges Beispiel setzt. Und das ist hier einfach sehr, sehr gut gewählt. Das macht es eben auch nochmal sehr anschaulich. Das zweite Kapitel führt dann die verwendete Bildsprache ein. Also was genau sind denn die einzelnen grafischen Elemente, die für die Modellierung zur Verfügung stehen? Wie funktioniert die Notation? Wie werden Farben eingesetzt? Welche Aspekte sind immer gleich? Und bei welchen ist es sinnvoll, sie von Workshop zu Workshop an die jeweilige Fachdomäne anzupassen? Und so weiter. Und es werden auch direkt ein paar Best Practices erklärt, was denn nachher eine gute grafische Modellierung auszeichnet und worauf man vielleicht achten sollte, was man vielleicht eher vermeiden sollte. Die Kapitel 3 und 4 beschäftigen sich dann mit dem Inhalt dessen, was da modelliert wird. Also zum Beispiel mit der Frage, was denn überhaupt als Szenario für Domain Storytelling geeignet ist und was nicht. Was ist zu klein, was ist zu groß, wie grenzt man verschiedene Szenarien voneinander ab und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, was wird denn überhaupt modelliert? Also geht es um den Ist-Zustand oder geht es um den Soll-Zustand?
Geht es um die reine Fachlichkeit oder werden digitale Artefakte bereits berücksichtigt? Und was davon macht wann Sinn? Diese beiden Kapitel geben einem ein bisschen das Gefühl an die Hand, wofür man Domain Storytelling so alles einsetzen kann und wie viele Varianten einer Modellierung vielleicht sinnvoll sein könnten, um eine Fachdomäne und ihre Subdomains auch wirklich durchdringen zu können. Übrigens, falls du mit dem Begriff Subdomain nicht so wirklich vertraut bist, dann haben wir dazu vor kurzem ein Video gemacht, das du dir an der Stelle gerne auch nochmal anschauen kannst. Und den Link dorthin, den findest du natürlich wie immer hier oben in der Infocard. Ja, Kapitel 5 geht dann auf verschiedene Werkzeuge zu modellieren ein. Man kann das Ganze natürlich mit Papier und Stift machen. Man kann das Ganze aber auch digital durchführen. Und beides hat seine individuellen Vor- und Nachteile. Und dieses Kapitel beleuchtet diese im Detail. Kapitel 6 schließt dann daran ziemlich nahtlos an und bespricht die Frage, wie so ein Domain Storytelling Workshop denn aufgebaut sein sollte. Wie bereitet man ihn vor? Wen sollte man dazu einladen? Wie lang geht das Ganze? Wie kommt man in einen Erzählfluss? Wie bereitet man den Workshop nach? Und. Und empfohlen wird hier, dass das Ganze am besten moderiert werden sollte. Dafür ist natürlich vor allem jemand sinnvoll zu wählen, die oder der sich mit Domain Storytelling, mit Domain-Driven Design an sich, mit dem Entwickeln und Gestalten eines Modells und so weiter, die oder der sich mit all diesen Sachen wirklich gut auskennt. Und wenn ihr sowas in deinem Team vorhabt, dann meldet euch gerne mal bei uns www.thenativeweb.io. Wir können euch da mit sehr viel praktischer Erfahrung, aber auch mit sehr viel fundiertem Grundlagenwissen weiterhelfen und euch auf dem Weg unterstützen, von vornherein in die richtige Richtung zu laufen, um die Weichen von Anfang an richtig zu stellen. Und diese Adresse, also www.thenativeweb.io und auch die Kontaktdaten von uns, die findest du natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. In Kapitel Nummer 7 geht es dann um die Frage, wie man Domain Storytelling mit anderen Formaten kombinieren kann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass zum Beispiel die Wahl zwischen Domain Storytelling und Event Storming keine Entweder-Oder-Entscheidung sein muss, sondern dass diese Formate sich auch gut ergänzen können. Und genau darum geht es. Allerdings nicht nur um Event Storming, sondern auch noch um User Story Mapping, um Example Mapping, um Story Storming und einige andere Formate mehr, sogar bis hin zu UML und BPML. Und das schließt dann auch den ersten Teil des Buches ab. Das heißt, nach relativ überschaubarer Zeit hat man einen guten Überblick, was Domain Storytelling ist und wie es funktioniert. In Teil 2 des Buches geht es dann um den Einsatz von Domain Storytelling in der Praxis. Das ist so ein bisschen ein buntes Sammelsurium von diversen Themen und das fand ich persönlich deutlich weniger interessant als den ersten Teil. Das ist jetzt ein paar Wochen her, dass ich das Buch gelesen habe und um ehrlich zu sein, ich kann mich noch sehr gut an den ersten Teil erinnern. Wenn du mir das Inhaltsverzeichnis vor die Nase hältst, kann ich dir aus dem Stegreif ziemlich genau sagen, was in den einzelnen Kapiteln vorkommt und besprochen wird, worauf es da ankommt und so weiter. Bei dem zweiten Teil ist bei mir nur sehr wenig hängen geblieben. Ich fand den beim Lesen, um ehrlich zu sein, etwas mühsam, eben weil es so ein relativ wahlloses Durcheinander ist. Mein Eindruck an der Stelle ist, dass es wichtig war, das Buch von seinem Umfang her zu vergrößern, damit es sich auch wirklich lohnt, überhaupt ein Buch zu dem Thema zu drucken. Und das ist eigentlich sehr schade, denn das Buch ist bis hierhin wirklich gut gelungen. Und das wird durch diesen zweiten Teil halt leider so ein bisschen verwässert. Naja, trotzdem im Schnelldurchlauf, worum geht es in Teil 2? Kapitel 8 führt eine neue Fallstudie ein, an deren Beispiel nochmals gezeigt wird, wie Domain Storytelling angewendet werden und wie es in der Praxis funktionieren kann. Und das ist zwar ganz nett, fügt dem Ganzen aus meiner Sicht aber keine wirklich neuen Erkenntnisse mehr hinzu. Insofern ist das einfach nur nochmal eine andere Perspektive auf das bereits Bekannte. Kann man machen, hätte man sich vermutlich auch sparen können. In Kapitel 9 geht es dann um den Umgang mit der Fachsprache, also der aus Domain-Driven Design bekannten Ubiquitous Language und wie man mit ihr umgeht, wie man ein Gefühl für sie bekommt, wie man sie erlernt, wann es sinnvoll ist, im Team ein Wörterbuch anzulegen, also ein Glossar, welche natürliche Sprache man zum Modellieren verwenden sollte und so weiter. In Kapitel 10 geht es dann nochmal um das Thema der Abgrenzung, also wie groß oder wie klein sollte ein solches Modell denn sein. Hier geht es dann schon in Richtung reines DDD, das hat gar nicht mehr so viel mit Domain Storytelling zu tun. Was ist eine Subdomain, was ist ein Bounded Context, wie mappen die aufeinander, solche Fragen halt. Und falls es dir hier übrigens geht, wie sehr vielen anderen Entwicklerinnen und Entwicklern auch,
und du diese Begriffe gerne verwechselst oder oft nicht so genau weißt, was da nun eigentlich genau was ist, auch dazu haben wir vor einer Weile schon mal ein Video gemacht und auch das findest du nochmal hier oben in der Infocard. Ja, in Kapitel 11 geht es dann um den Umgang mit Anforderungen, wobei hier ein sehr starker Fokus auf User Stories gelegt wird. Wie entwickelt man sie aus dem Modell heraus, was mit Domain Storytelling entstanden ist, wie organisiert man sie in einem Backlog und ähnliche Fragen halt. Und das ist prinzipiell auch okay so. Ich finde es allerdings ein bisschen schade, dass es hier ausschließlich um User Stories geht, denn auch User Stories sind nicht immer das Mittel der Wahl und hier hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen mehr Varianz gewünscht. In Kapitel 12 geht es dann schließlich darum, wie man aus einem per Domain Storytelling erarbeiteten Modell zum Code kommt und wie jeweils eine objektorientierte und auch eine funktionale Implementierung eines Modells aussehen könnten. Und das ist grundsätzlich nicht schlecht, weil das eine Frage ist, die natürlich auch immer wieder gestellt wird und mit der sich auch aus meiner Erfahrung nach sehr viele Teams sehr schwer tun. Aber das kann man halt nicht mal eben auf ein paar Seiten abhandeln. Dazu gibt es deutlich mehr zu sagen und dazu muss man auch deutlich mehr sagen. Und dieses 12. Kapitel, das kann dieses Thema einfach aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes im Buch nur dermaßen oberflächlich anreißen, dass das Kapitel eigentlich nicht wirklich etwas nützt. Das hätte man sich meiner Meinung nach eher komplett sparen sollen. Ja, und die Kapitel 13 bis 15, die fasse ich dann jetzt mal kurz zusammen, denn in denen geht es unterm Strich um verschiedene organisatorische Aspekte, wie zum Beispiel, wie führt man denn Domain Storytelling oder auch Domain Driven Design in einem Unternehmen überhaupt erstmal ein? Wann sollte man Software überhaupt selbst entwickeln? Wann eher fertige Software von der Stange kaufen? Und wie geht man mit Schatten-IT um? Und das sind alles durchaus valide Themen, aber eigentlich haben diese Themen alle nur sehr peripher mit Domain Storytelling zu tun. Und das verstärkt halt leider so den Eindruck, dass hier auf Biegen und Brechen noch Seiten gefüllt werden mussten. Naja, und Kapitel 16 anschließend, das fasst Domain Storytelling zum einen nochmal in einer nochmal quasi in einem Fazit zusammen und zum anderen geht es nochmal kurz um die Zukunft der Methode. Und was ich halt wirklich schade finde, war, dass hier dann gefühlt auf der letzten Seite angesprochen wird, dass es noch zahlreiche weitere Aspekte von Domain Storytelling gäbe, die es aber leider nicht in diese Auflage des Buches geschafft haben, wie zum Beispiel den Einsatz von Domain Storytelling zur Dokumentation von Geschäftsprozessen oder auch, wie es sich zur Prozessoptimierung nutzen lässt. Das hätte ich persönlich tatsächlich spannender gefunden für einen zweiten Teil, einfach weil der Bezug dieser Themen zu Domain Storytelling viel höher gewesen wäre als vieles von dem, was dann letztlich tatsächlich behandelt wurde. Naja, also du siehst, ich bin nicht so hundertprozentig von dem Buch begeistert, insbesondere nicht von dem zweiten Teil, aber, und das ist ein großes Aber, der erste Teil, der ist wirklich gut. Das kann man nicht anders sagen und ich halte Domain Storytelling an sich auch für eine sehr gute und eine sehr intuitiv verständliche Methode, um Fachdomänen zu modellieren. Und insofern würde ich sagen, wenn dich das Thema interessiert und du entweder noch keine Methode kennst oder du, wie ich, mit Eventstorming nicht so wirklich glücklich bist, dann lies dieses Buch auf jeden Fall. Das lohnt sich. Und den zweiten Teil, den kannst du dann ja auch einfach nur überfliegen, ja, oder auch weglassen, je nachdem. Und apropos überfliegen, was du auch überfliegen oder am besten auch direkt komplett überspringen solltest, das ist vor dem ersten Kapitel der Abschnitt Stimmen zu Domain Storytelling, wo seitenweise Leute zitiert werden, die ganz überraschend alle sagen, wie unglaublich toll doch dieses Buch und auch Domain Storytelling als Methode sei. Ich persönlich, und das ist auch das Feedback, was ich dem D-Punkt Verlag gegeben habe, ich fand diese wirklich seitenlange Lobhudelei extrem peinlich. Also das war schon Fremdschämen auf einem anderen Niveau. Und das ist mir auch absolut unverständlich, wie so etwas es in ein Fachbuch schaffen kann. Das hätte das Buch vor allem nicht nötig gehabt. Nichtsdestotrotz sieht man von all dem mal ab und konzentriert sich einfach nur auf den ersten Teil, wo es ja tatsächlich um Domain Storytelling geht. Dann ist das Buch eine wirklich gute Lektüre. Den ganzen Rest muss man dabei dann halt einfach ignorieren. So. Und wenn du nun sagst, dass du das Buch gerne lesen würdest, weil dich die Methodik an sich interessiert, dann, und das habe ich ja am Anfang angesprochen, dann kommst du vielleicht in den Genuss von einem der drei Exemplare, die wir in Kooperation mit dem D-Punkt Verlag in diesem Video verschenken. Was du dafür grundsätzlich machen musst, ist nicht viel. Du musst uns einfach nur eine E-Mail schicken mit deiner Adresse und den
Absendern der ersten drei E-Mails, die uns erreichen, denen schenken wir die drei Exemplare. Die E-Mail-Adresse lautet hello@thenativeweb.io, aber bevor du jetzt direkt loslegst, du brauchst noch einen Code, den du in die E-Mail schreiben musst und den verrate ich dir erst ganz am Ende dieses Videos, denn damit möchten wir verhindern, dass die Menschen oder dass die Menschen einen Nachteil haben, die das Video erstmal in Ruhe zu Ende schauen möchten. Und falls du nicht eine oder einer der drei Glücklichen sein solltest, dann gibt es natürlich auch immer noch die Option, das Buch einfach zu kaufen. Und dafür findest du einen Link auf den Shop von D-Punkt hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Und falls du über den dort angegebenen Link bestellst, dann unterstützt du übrigens auch uns mit ein paar Euro, denn wir bekommen für jedes verkaufte Exemplar eine Provision vom D-Punkt Verlag. So, und damit verabschiede ich mich für heute. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist hello@thenativeweb.io. Die findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und der Code für heute, der lautet Teil 1. Mach's gut. Ciao.